Guten Morgen, allwissende Dr. Grimm schreibt mir, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal ein Video über künstliche Obsoleszenz machen könnten. Nun, Obsoleszenz kommt von lateinisch obsolescere, was so viel bedeutet wie alt werden, sich abnutzen oder aus der Mode kommen. Etwa so wie Schnauzbärte, Pilotenbrillen oder rundgebogene Schirmmützen. Und ich verstehe überhaupt nicht warum. Aber was du meinst, Dr. Grimm, ist wahrscheinlich eine andere Art von Obsoleszenz, die sogenannte geplante Obsoleszenz. Etwa so wie beim 1924 gegründeten Phoebus-Kartell, einem Zusammenschluss von Glühlampenherstellern, die beschlossen, fortan nur noch Glühlampen herzustellen, die maximal 1000 Stunden lang brennen. Weil man einfach mehr Geld verdienen kann, wenn die Dinger öfter ausgewechselt werden müssen. Aber auf so einen billigen Trick würde heute natürlich niemand mehr reinfallen, denn wenn heute, nehmen wir mal als vollkommen fiktives Beispiel, das Netzteilkabel meines MacBooks nach 2 Jahren schon so aussieht und ein neues Netzteil bei Apple günstigerweise nur etwa ein Viertel von dem kostet, was man anderswo für einen ganzen Computer bezahlt und das neue Netzteilkabel dann nach einem Jahr schon wieder so aussieht, sodass ich bei meinem nächsten Laptop dazu übergegangen bin, die anfällige Stelle des Netzteilkabels von Anfang an mit einer Kugelschreiberspirale zu stabilisieren und das Kabel dann selbst nach über einem Jahr noch vollkommen intakt ist und ich mich frage, warum Apple diese Stelle des Kabels nicht von vornherein ein bisschen stabiler gebaut hat. Wenn man 80 Euro für ein Netzteil verlangt, dann könnte man das ja mal machen. Rein hypothetischer Fall, versteht sich. Dann jedenfalls wäre das sicherlich keine geplante Obsoleszenz, sondern einfach nur ein unglücklicher Zufall. Aber früher einmal gab es sowas natürlich. Erfunden wurde die geplante Obsoleszenz vom General Motors Präsidenten Alfred Sloan, der als erster die Idee hatte, nicht mehr Autos für die Ewigkeit zu bauen. Und ich verstehe überhaupt nicht warum. Sondern jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen, das ein bisschen anders aussah und eine leicht veränderte Konfiguration hatte. Und dadurch wirkten die Wagen schon nach ein paar Jahren irgendwie veraltet. Das nennt man auch psychologische Obsoleszenz, weil die Autos ja eigentlich vollkommen funktionstüchtig waren und der Konsument nur das Gefühl hatte, rückständige Technologie zu besitzen. Aber auf so einen billigen Trick würde heute natürlich niemand mehr reinfallen. Guck mal, das alte iPhone. Viel zu dick und gar nicht lang genug. Ich weiß gar nicht, wie man damit früher telefonieren konnte. Nun wird der ein oder andere von euch vielleicht sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ein Hersteller mit technischen Mängeln und psychologischen Tricks absichtlich dafür sorgen sollte, dass seine Produkte nach kurzer Zeit alt aussehen. Das verstehen viele nicht und würde jemand nun ein Handy auf den Markt bringen, das 10 Jahre lang hält, weil beispielsweise die wichtigsten Komponenten auswechselbar sind, dann würde sich das bestimmt super gut verkaufen. Aber eben nur einmal, alle 10 Jahre. Und das ist natürlich schlecht für die Wirtschaft. So schlecht, dass schon 1932 ein Mann namens Bernard London als Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise vorgeschlagen hat, für bestimmte Produkte eine Art staatlich festgelegte maximale Nutzungsdauer einzuführen, die vorschreibt, wie lange man ein Produkt nutzen darf, bis man es wegwerfen und neu kaufen muss. So beendet man eine Wirtschaftskrise mit dem Geld der Konsumenten. Aber auf so einen billigen Trick würde heute natürlich niemand mehr reinfallen. Naja, aber vielleicht auf einen noch billigeren Trick. Das könnte klappen. Habt ihr schon mal Sachen gekauft, die sich ungewöhnlich schnell abgenutzt haben? Und was habt ihr dagegen getan? Bei Apple-Netzteilkabeln kann ich auf jeden Fall die Kugelschreiber-Spiralmethode empfehlen. Tschüss und bis bald.